Hi. Damals gab es noch nicht viele Let's Player. Es waren welche der ersten deutschen Let's Player. Also die Let's Plays waren eigentlich im Ausland eher schon bekannt und dadurch sind die dann ja auch drauf gekommen, also zumindest von Frank Royal weiß ich das. Und da ich alle seine Videos gesehen habe und so. Ich habe auch von der Nero alle Videos gesehen, das ist ja egal. Und ja. Darum, wie gesagt, stellt sich die Frage, ob die wirklich so bekannt und beliebt sind, weil sie wirklich so toll sind oder weil sie einfach dementsprechend lange schon dabei sind, Let's Plays zu machen. Denn die Leute hatten damals ja überhaupt keine Wahl. Es gab nur die paar Let's Player und da hat man sich die eben auch angesehen, was ja auch nicht schlecht ist. Ich sage ja auch nicht, dass die schlecht sind. Ich finde sie sehr gut, alle beide. Aber es ist eben so, vielleicht wären sie auch in der Masse untergegangen, wenn schon damals so viele Let's Player da gewesen wären. Und genau das macht den Let's Player-Krieg so bescheuert. Wer sagt, dass alte Let's Player wirklich besser sind als neue Let's Player? Zum Beispiel Exitusan oder wie er sich auch immer nennt aus dem Let's Play-Forum. Der ist auch noch nicht so arg lange Let's Player, glaube ich. Und ja, ich finde seine Videos ausgezeichnet. Ich finde, er kann locker mit Leuten wie Frank Royal oder Emiro mithalten. Und es gibt viele, über die ich das sagen würde. Daher weiß ich auch nicht, ob das jetzt wirklich so ist, dass die Alten einfach nur so überragend gut sind oder ob das einfach daran liegt, weil sie die Ersten waren. Und Let's Plays waren damals etwas Neues, etwas Schönes, etwas, was man noch nicht so bekannt hat. Zumindest nicht im deutschen Raum. Daher haben die Leute das natürlich auch abonniert und haben diese Abonnements nie gekündigt, auch wenn neue Let's Player dazukommen. Sie haben vielleicht auch noch andere Leute abonniert. Aber genau, das ist ja der Punkt. Ich meine, die haben so viele Abonnements, weil sie eben so lange dabei sind und weil es damals keine Auswahl gab. Wenn jetzt, ich meine, jetzt gibt es ja tausende Let's Players, es kommen jeden Tag neue dazu und es gehen auch jeden Tag wieder welche, dass viele nicht konsequent durchziehen oder nicht wirklich die Freude daran verspüren. Viele wollen einfach nur ein paar nette Views haben und Kommentare und bei YouTube beliebt werden, ähnlich wie die alten Let's Player, also so einen Bekanntheitsgrad wollen die dann einfach erarbeiten. Wenn die dann feststellen, das geht nicht so einfach, dann hören viele auf. Man muss mit dem Herzblut praktisch dabei sein und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Let's Play machen kann. Sonst würde ich das hier nicht machen. Das ist ein Hobby von mir. Ich mache das gerne. Es macht mir sehr viel Spaß. Und jemand, dem das keinen Spaß macht, der braucht damit auch überhaupt nicht anfangen. Es ist nicht so, wie als würde man von heute auf morgen total beliebt werden und tausende Kommentare kriegen. Nein, das ist nicht so. Ich bin froh, wenn ich überhaupt eins bin. Und ich wäre auch froh, also falls jemand mal Fragen hat, wie nehme ich Let's Plays auf oder wie schneide ich, das habe ich alles mal, glaube ich, in Let's Plays erwähnt, aber wenn da jemand Fragen hat, kann man mich fragen, ich erzähle das gerne. Und ja, es macht mir einfach Spaß, Let's Plays aufzunehmen und das sollte doch das Wichtigste sein. Selbst wenn man die nur für sich zu Hause aufnimmt. Im Grunde ist ein Let's Play nichts anderes, wie wenn man ein Spiel spielt. Also zu Hause, so privat, ohne aufzunehmen. Ein Let's Play ist nicht arg viel anders, nur man redet halt viel Scheiße dabei. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Wenn ich jetzt ein Spiel spiele, ohne Let's Play, also einfach nur von zu Hause aufnehmen, also einfach nur zu Hause spiele, weil mir gerade langweilig ist, dann erwische ich mich dabei, wie ich mit mir rede. Weil ich bin es gewohnt, während den Spielen zu reden praktisch. Und ja, ich finde Let's Plays machen einfach schön, es macht mir sehr viel Spaß und ich kann es jedem weiterempfehlen, der es eben dann auch wirklich will und nicht nur macht, weil er meint, hey, dann lieben mich alle Leute auf YouTube und ich bekomme ganz viel Sex und Frauen. Nein, das ist nicht so, aber es macht trotzdem Spaß und wie gesagt, das ist die Hauptsache. Darum spielt es auch keine Rolle, ob man ein guter Let's Player ist oder ein schlechter. Als guten Let's Player würde ich bezeichnen jemanden, der halt gerne und viel redet, auch wenn es sinnloser Scheiß ist, wie bei mir meistens, obwohl es nicht heißt, dass ich ein guter Let's Player bin. Ja, und das ist eine der wichtigen Sachen und die Aufnahme, also sowas wie mit einer Kamera auf dem Fernseher zeigen,
finde ich auch nicht nachvollziehbar. Also das ist irgendwie Schwachsinn. Bevor man das macht, kann man es auch sein lassen. Ein Let's Play zu machen kostet oft Geld. Nicht unbedingt zwangsläufig, aber es kostet eben Geld. Mich kosten die Spiele Geld, die ich Let's Play, zumindest viele. Manche habe ich ja schon, wie Shadow of the Colossus, das hatte ich schon. Aber Shadow of the Colossus aufzunehmen hat mich Geld gekostet. Um genau zu sein, hat es mich 230 Euro gekostet, da ich mir extra dafür einen DVD-Rekorder gekauft habe, nur um es aufnehmen zu können. Und ich bin froh, dass ich das investiert habe, denn ich kann es jetzt auch für andere Spiele nutzen, die ich auf der PlayStation 2 original besitze. Und das werde ich wahrscheinlich auch tun, also ich werde da noch einige PlayStation 2 Spiele Let's Playen, denn jetzt habe ich die Technik und dann werde ich die auch benutzen, sonst wäre es ja schwach, sonst hätte ich mir das nicht holen müssen. Und selbst wenn, für dieses eine Let's Play finde ich, dass es sich gelohnt hat. 230 Euro habe ich dafür ausgegeben. Und darum, ein Let's Play zu machen kostet eben Geld, da kann man nichts dagegen tun. Zumindest mich kostet es Geld, also ich habe früher auch Aufnahmeprogramme wie Gamecam versucht und so, bis ich dann festgestellt habe, das hat alles keinen Sinn. Ich brauche Fraps und ich brauche nicht Fraps als Freeware, wo ich nur 30 Sekunden aufnehmen kann, nein, ich brauche Fraps als Vollversion. Also habe ich mir Fraps als Vollversion gekauft. Das hat mich auch wieder Geld gekostet. Eine Menge Geld insgesamt, also wer weiß, wie viel ich eigentlich insgesamt für Let's Plays ausgegeben habe. Und ja, ich finde für mich persönlich hat es sich gelohnt. Ich finde es sehr schön, das Ganze hier zu machen. Und hier die ganze Zeit Scheiße zu reden, euch voll zu sülzen, was ich von diesem ganzen Let's Player-Krieg halte und von den alten und von den jungen Let's Playern. Auch wenn ihr es vielleicht, wow, shit, gar nicht hört oder es euch gar nicht interessiert und ihr wollt, dass ich meine Klappe halte, ich werde nur zum Weiterreden, dann ist es Teil meines Let's Plays. Okay? Findet euch damit ab. Ja. Wir kämpfen gerade gegen den Minotaurus, dazu bin ich noch gar nicht gekommen, ja? Wir kämpfen hier schon seit Ewigkeiten gegen den, aber ja, also ihr seht, wir kämpfen da gerade und ja, er killt mich richtig heftig. Der Trick hierbei ist, man muss sich hier drunter stellen, dann beugt er sich herunter und dachte schon, wie ist er denn? Ja, der ist nicht gerade der hellste. Und dann können wir auf seinen Bart springen und an ihm hochklettern. Das Problem ist, ich habe seine Schwachstelle am Kopf schon, ja, praktisch platt gemacht und ich weiß jetzt nicht, wo seine zweite Schwachstelle ist. Und ich war jetzt nicht intelligent genug, um mit dem Schwert nachzuschauen, außerdem weiß ich gar nicht, ob es hier unten geht, denn hier unten ist ja eigentlich kein Licht, sondern wir sind in so einer Art Höhle, beziehungsweise Tempel oder so. Und wie gesagt, das hier soll, glaube ich, einen alten Minotaurus darstellen. Ich habe es irgendwo mal gelesen und ja, erkennt ihr ihn? Sieht aus wie ein Minotaurus, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber ist ja auch egal. Ah, da unten ist seine zweite Schwachstelle, aber erstmal will ich auf seinem Rücken ein bisschen chillen, wenn er hier mal mich chillen lassen würde. Denn sonst kriege ich da unten ernsthafte Probleme. Ja, schön, ruhig ich aus. Also wie gesagt, ich habe mal einen Speedrunner hier gesehen. Der hat es geschafft, einen Koloss mit dem normalen Schwertstoß, den man normalerweise auswählen kann, den kann ich euch nachher noch zeigen kurz, ja, einen Koloss richtig übel Damage zuzufügen und ich weiß nicht, wie das geht. Es ist, ja, es ist einfach Skill, was die Leute haben und den besitze ich nicht. Trotz allem werden wir diesen Koloss hier anscheinend besiegen, denn so schwer ist er nicht, wenn man seine Schwachstellen kennt und weiß, wo die sind und so weiter und so fort. Jetzt ist er auch down. Damit ist der sechste Koloss jetzt besiegt in diesem Spiel. Insgesamt gibt es 16. Demnach haben wir schon, na, haben wir noch 10 vor uns. Und ja, jetzt werden wir wieder von dem schwarzen Zeug getroffen. Das ist inzwischen keine Überraschung mehr. Das passiert jedes Mal, wenn man einen Koloss besiegt hat. Dagegen kann man auch nichts tun. Man kann versuchen wegzurennen, wie man will. Das bringt nichts. Absolut gar nichts. Ich habe alles versucht. Aber was soll's. Wir sehen wieder ein Licht am Ende des Tunnels und kehren gleich wieder in den schönen Tempel zurück. Ich bin jetzt bei der Aufnahme bei 13 Minuten und 20 Sekunden. Und das ist wieder zu viel für ein Video. Darum werde ich das zweite hier gleich hinten dranhängen und dann auch eventuell weiterspielen.
Denn morgen ist mein freier Tag, also gibt's da nichts, was mich daran hindern könnte. Ich habe zwar was vor, aber das dafür muss ich erst um 12 Uhr aufstehen, von daher habe ich noch genug Zeit. Es ist übrigens 1 Uhr nachts. Wie immer nehme ich meine Let's Plays nachts auf, denn ich habe einen Knall. Aber was soll's, wieder ein Statuen-Dings da zerstört und widerstanden komische, schattenhafte, schwarze Gestalten um uns herum.